Guten Tag Leute, Leo hier mit einem neuen Gameplay. Ihr seht, es ist Counter-Strike Global Offensive und es ist schon die dritte Runde. Warum die dritte Runde? Ganz einfach, die ersten zwei haben wir ordentlich verkackt und ich möchte nicht das Gameplay gleich damit anfangen, dass wir ordentlich verkacken. Die Map heißt Mirage, ist im Style her ein bisschen wie Dust 2, also auch Wüste und all sowas. Ist eine ganz gute Map. Habe ich nichts gegen. So, und dann würde ich mal behaupten, die sind B. B. Ja, vielen herzlichen Dank. So, was ihr da nämlich schon mal gerade gehört habt, ist der Voice Chat. Ich habe den jetzt experimentellerweise mal angelassen, denn an sich ist Kommunikation echt sehr wichtig in Counter-Strike. Und wenn ich meinen Teammates sagen kann, was Sache ist, dann ist das eine gute Sache. Okay, ich gehe hinten rum. Muss man eben leise sein. Okay, 2 gegen 2. Beide sollten da sein, wo ich sie vermute, und zwar bei Short. Okay. Bombe ist hier. Gegner ist da. Wunderbar. Runde überlebt. Spontan würde ich behaupten, ich behalte die AK. So. Es steht 1-4. Und es steht schlecht für uns. Ich kann mir aber eine M4 kaufen und Granaten. Full buy also. So. Ich werde jetzt mal B gehen. Denn A ist immer in die Hose gegangen. So. Also erstmal hier den Skin betrachten. Der sieht absolut kaputt aus. Aber ich weiß nicht. Ist immer noch besser als die M4A. Halt ohne Skin, finde ich. Ist übrigens ein Nitro-Skin. Also der Nitro-Skin, falls ihr euch wundert, wie dieser Skin heißt. Ah ne, steht ja auch da unten rechts. Autsch. So. Die haben mal geplantet und verschanzen sich da jetzt und wir sind die letzten zwei. Das ist schlecht. Oh, fuck. Das könnt ihr vergessen. Ich werde saven. Das wird nichts mehr. Das sind viele Leute. Da kann ich nichts gegen machen. Ah, Kickplayer. Ja, vielen Dank. Wie soll ich das bitte überleben? Kann mir das jemand sagen? Guys, what the hell? I need to save. I wouldn't have made it. Okay, also Voice Chat ist wie gesagt an. Ich habe jetzt gerade den Leuten gesagt, dass ich gar keine Chance gehabt hätte. Leute, das waren vier Leute. So. Ich würde mal sagen... Ah komm, eine Runde gönne ich mir die... Ach, halt's mal. Oh Gott. Also ich würde behaupten, eine Runde werde ich noch die AUG hier nehmen. So. Dann gucken wir mal. So, Headshot voll ins Knie. Ah, wunderbar, Triple Kill. Deploying flashbang. They are all A. So, ich hab echt Schiss, da jetzt rauszugehen. Helf mir mal bitte, ich glaube, das ist ein Sniper. Ich Camp hab Idiot, Camp Idiot. Ja, ja, genau. Yellow. Genau. Bin ich yellow? Nein, ich bin grün. They bow up. Was? They Doktor, they bow up. Oh my god, what a noob. Genau. Ja, also ich würde schon spontan behaupten, die gehen jetzt. Ah, ne, die gehen irgendwo hin. Hier ist die Bombe. Sonst hätte ich gesagt, die gehen über. Da hinten, also darüber und dann ab zu B. Ja, wir müssen warten. Ja, wir müssen warten. Da ist die Bombe. Wir haben nichts anderes zu tun. Oh, das ist scheiße. Dude, could you please shut the fuck up? Shut up, you are silver noob. Oh. Silver noob. Yeah. So, kein Kommentar, also ich glaube, ich weiß nicht, das ist bestimmt so ein dummes Kitty, was irgendwie geschlagen gehört. Also, ich hasse solche Leute, die sich über das Team aufregen, über Voice Chat wirklich, also ich tue es ja selber manchmal, das ist nichts, was verwerflich ist an sich, denn
Ich bin Mensch, also rege ich mich auch auf. Allerdings, das ständig ins Mikro zu brüllen, das finde ich scheiße. Weiß nicht. Aufregen tue ich mich gerne, allerdings jetzt jemanden persönlich beleidigen, da habe ich selten wenig Lust zu. Free Apartment. So, tot. Granate, Tüte auf. Ah, wunderbar, der kam gut. So, okay. Muss er eben hören. Okay, kommt keiner nach. Ich muss eben nachladen. So, Bomb ist bei B. Es wäre jetzt leicht, nicht da rauszugehen, glaube ich. Ja, wir warten lieber. Ich meine, wir müssen nicht pushen. Die brauchen ja schließlich die Bombe. Oh, aber der war da hinten weiter. Jo, und Dark. Ich weiß nicht, ob die Bombe da noch liegt. Ah, wunderbar. Ja, garantiert. Ja, ganz ruhig. Are you idiot? Ja, bin ich. Oh my god, what a noob! What a noob! Oh my god! So. Zeilenwechsel. Ja, 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 Rush. Ey, so, ich würde so... Halt's mal. Ich brauche nicht, kauf mir eben eine AK. Ja, hier schön Blue Laminate. Und hier habe ich mir noch einen neuen Skin für meine Glock gekauft. Eine Glock Knight. Also der Skin heißt Knight. Ist ein bisschen, ich sag mal, ja, wie... Ich würde es gedamaged sagen, ich will das deutsche Wort sagen. Beschädigt. Es ist ein bisschen beschädigt, aber ich finde, das geht klar. So, oh, hüppala. Okay, keiner hier. So, wunderbar. Den habe ich erwartet. Da sitzen sie nämlich häufiger. So. Ah, okay. Einer ist da hinten gewesen. Ganz schlechte Idee. Ich werde jetzt einfach mal nichts machen. Ah, fuck! Okay, da hatte ich jetzt Glück, dass ich mich umgedreht habe, denn von hinten ist ja in Counter-Strike, wie ihr bestimmt wisst, sofortiger Kill. Da habe ich mich aber jedoch umgedreht, da ist das Ganze nur zu halt Hälfte des Lebens weg geworden. Ich höre nichts. So, tot ist er. Ich würde behaupten, wir müssen hier weg. Oh fuck, und wie wir hier weg müssen. Oh fuck. Oh! Ach, gut. Überlebt, schön Geld bekommen und ich kann meine AK behalten. Das heißt, ich nehme den in die zweite Runde mit. Nice. So. Ich kaufe mir meine Smog und Molotov, weil ich einfach das Geld habe. So, ich nehme hier Waffentanz. Middle way, middle way. Middle way. Bitte was? Ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht verstanden, was er von mir wollte. Ich habe irgendwas mit verstanden. Okay, na doch, gehen mit. So, ich smoke eben. Achtung. Tüte auf. Drüber. Fertig. So. Schön gesmoked, da kann keiner mehr rausgucken. Müssen wir noch Snipers Nest im Auge behalten oder wie das hier heißt. Campano. Ja, warte. Okay, da habe ich einen. Aber es mit Tunnel wurde wohl nichts. Ja, wo wird die jetzt lang? Also. Ach, scheiß drauf, wir gehen jetzt zu B. So. Na, Molotov brauche ich jetzt nicht. Das wäre jetzt dumm, den zu verschwenden. Kann B clear. Ja, okay, B ist clear, sagt er mir. Okay. Okay, dann bleibe ich mal hier hinterher stehen. Dann gucken wir mal hier hinten auf diesem Platz. Es ist eine richtig nette Position hier. Hier kann ich nicht freischießen und entweder drückt mir derjenige, der da hinten kommt, einen Headshot oder ich bin derjenige, der ihn abschießen wird. From mid kommt er. Okay. Oh. Ja, so hätte es natürlich auch funktionieren können. So. Matchpoint. Jetzt schon zum fünften oder sechsten Mal.
Ich habe kaum Geld, komm. Fertig aus, wir kaufen uns jetzt hier. Ja, komm. Noob Clan in your face. Ich kaufe mir jetzt eine MP7. Um mal zu sehen, was passiert. Ich messe das Fernsehen, denn warum nicht? Na, mal gucken. Also. Warum ist die Bombe alleine mit? Ah, dieses Team. Was? Rasch deine Mutter, ja, und schon. Ah, nee. Oh, Mann. Kill von uns, okay. Rush, please kill, please rush, please win. Wieder jetzt mal. Complaint. Die Bombe. Ey, ich werd nicht mehr. Na toll. Das war jetzt eine ziemlich komische Verteilung des Teams, wenn ich das mal so vorsichtig sagen darf. So, ich werde jetzt mal Apartments gucken. Ich würde nicht behaupten, der kommt von da. Wenn überhaupt, wenn überhaupt. Ja. Ja, ich sag's euch, MP7 gegen eine AWP. Klatschen muss es. Und geklatscht hat es. Und damit auch noch ein Skin, Galil Sage Spray. Wir gucken uns die mal an. Denn ihr habt ja meine Galil schon gesehen. Die sieht ein bisschen, ich will es freundlich sagen, benutzt aus. Ja. So, aber 22:19, ja, ich werde das ja wie immer zusammenschneiden und Dritter im Team kann ich verkraften. Das war nicht das schlechteste Gameplay, allerdings auch nicht das Beste. So, Galil Sage Spray. So, da ist es, was für eine. Ah, field tested. So, das Ding ist field tested, das heißt, es werden wahrscheinlich ein paar Kratzer dran sein, aber nicht allzu viele. Oder doch ein paar, sehr viele. Egal, sieht ganz nett aus. Ich werde nach dem Gameplay mal schauen, ob ich es verkaufe oder nicht verkaufe. Aber fürs Erste würde ich sagen, vielen Dank fürs Anschauen. Wie immer, wenn ihr mehr Counter-Strike wollt, liked das Video und es kommt mehr Counter-Strike. Ja, vielen Dank fürs Anschauen. Ich bin raus. Haut rein. So, scheint so, als würden die A gehen. Was für A-Schlöcher. Can you fucking cover me or piece of shit of nuts? Ja gut. Ihr hört's, läuft bei dem. Oh, das wäre jetzt dumm. Da ist wahrscheinlich ein Sniper.